Neue Woche, neues Glück, der Incredible Hulkster ist zurück und diese Woche ist er nicht alleine. Nein, der Sebastian Hackel ist an meiner Seite, mein Lieblings-Smackdown-Tag-Team-Partner. Sebastian, hallo! Du hast ja nur einen Tag-Team-Partner bei Smackdown. Ja, gut, ich habe einen Valandi bei NXT noch. Okay, hallo auch von mir. Also, es geht natürlich auch diese Woche weiter mit der Karriere des Red Monsters. Ja, Brock Lesnar hier im Bild, der wird sicherlich schon vom Incredible Hulkster gehört haben. Sebastian, was ist deine Meinung bisher? Die Karriere des Incredible Hulksters bei WWE 2K16 ging ja eher so auf und ab, aber ich gehe davon aus, dass du Woche für Woche natürlich alles mitverfolgst. Ich teile es ja sogar manchmal auf meiner Facebook-Seite, aber was mich viel mehr interessiert, Brock Lesnar, den hast du hier gerade eingeblendet. Das ist mein Tipp für den Royal Rumble-Sieg im wirklichen Leben 2016. So richtig, meinst du? So richtig. Ja, ich bin ja noch gespannt, ob, oder erstens, wer noch alles teilnimmt und zweitens, ob sich dann vielleicht Allianzen bilden, die dann irgendwann vielleicht doch wieder zerbrechen oder auch nicht. Das wird das Royal Rumble-Match zeigen. Wir schauen uns erst einmal an, was der Incredible Hulkster heute zu tun bekommt. Er ist an der Seite von Baron Corbin gegen Heath Slater und Zack Ryder in Action. Ach ja, und die Entrance ist... Die zeige ich heute mal nicht nur euch, sondern vor allem auch dem Sebastian, weil der hat WWE 2K16 noch nicht so häufig gespielt. Wir sind in Baltimore, Maryland. Ach ja, und gleich habe ich für dich auch mal die Aufgabe, zu erkennen, wessen Entrance das hier ist. Und du kennst den Entrance, wir haben ihn schon gemeinsam kommentiert. Da kommen 500 in Frage. Du hast noch 5 Sekunden, dann musst du es wissen. Da und spätestens jetzt. Es ist kein WWE-Superstar, sondern ein NXT-Superstar. Ich überlege schon die ganze Zeit, das ist Big Cass, oder? So, ja, klar, genau. S-A-W-F-T. Herrlich. Ja du, abgesehen davon, also wir schauen uns jetzt natürlich die Entrances an und Baron Corbin, ich habe es schon mal in der vorigen Folge gesagt, das ist für mich einer der herausragendsten Entrances, nicht wegen der Choreografie, sondern hier in diesem Spiel wegen der Grafik. Das Gesicht von Baron Corbin ist so wahnsinnig gut getroffen, es gibt da gleich einen Moment, da hat es mir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, echt so den Kiefer mal kurz auf die Tischkante gehauen. Der sieht einfach aus wie Baron Corbin. Ich meine, so richtig. Also ich kann dir absolut zustimmen. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, ihn im Performance Center mal live zu erleben. Und ja, der sieht einfach aus wie Baron Corbin. Der sieht ja mehr nach Baron Corbin aus, als der echte Baron Corbin. Genau. Und das Schöne ist, hier kann man es sagen, weil der echte, der würde dich wahrscheinlich jetzt zur Seite tackeln. Tackeln ist ein gutes Stichwort. Ehemaliger Football-Profi, kommt ja aus Kansas, hat bei den Chiefs gespielt. Ein hochkarätiger Boxer war das auch. Also das ist ein Ausnahmeathlet, der Typ. Übrigens, Chiefs sind nicht in Kansas. Die Chiefs sind die Kansas City Chiefs. Ja. Und Kansas ist ein Bundesstaat und Kansas City liegt in Missouri. Okay. Bam. Ja, hab wieder was gelernt, ne? Ja, so bin ich zu dir. Hier, jetzt pass auf, gleich wenn der Kopf dann hochgeht. Alter, da! Das ist ja wohl der Hammer. Das ist, ja. Ja, kann man lassen, ne? Kann man lassen. Gut, ja, auf jeden Fall Baron Corbin, mein Tag-Team-Partner, der Tag-Team-Partner vom Incredible Hulkster. Prinzipiell muss ich sagen, ich meine, du kennst die Geschichte vom Incredible Hulkster Version 2.0. In und auswendig. Ich habe sie dir diverse Male erzählt. Also mehr als einmal. Genau. Die One-Man-Band ist auch auf dem Weg zum Ring. Rock'n'Roll, Baby! Und ich muss ja sagen, eigentlich bin ich ja dann doch nicht so versessen darauf, jetzt irgendwie lange als Tag-Team unterwegs zu sein. Ich habe das... Egoist. Ja, also sagen wir es mal so, der Incredible Hulkster hat einen Charakterwert, der ihn als relativ egoistisch beschreibt. Ja, das ist durchaus richtig. Was ich aber meine ist, man will sich natürlich auf die eigene Karriere konzentrieren und zu einem... Ja, das, ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Das war ja bei jedem Superstar, der irgendwann mal angefangen hat, das Ziel. Das heißt, Bret Hart, der mit der Hart Foundation anfänglich Erfolg hatte, dann sich etablierte als Einzelkönner bei Shawn Michaels, waren's die Rockers. Das ist ja auch heutzutage noch zu verfolgen. Jeder große Superstar hat irgendwann mal in einem Tag-Team ein bisschen Erfolge gefeiert, aber das endgültige Ziel, Stone Cold Steve Austin hat das so schön gesagt, muss immer das Hauptmatch von WrestleMania sein. So, und das Hauptmatch von WrestleMania, da bist du alleine unterwegs. Da willst du den Champion-Titel gewinnen und ich glaube, das hat jeder, der mal irgendwie
Erfolg haben will als WWE Superstar vor Augen. Muss man, denke ich, auch. Ja, glaube ich. Muss man auch haben. Oh, da wuh, wuh, wuh. Weißt du Bescheid, you know it. Zack Ryder, ja, auch er hat natürlich das Ziel, zu WrestleMania zu fahren. Frage ist natürlich, schafft das dieses Jahr ins Hauptmatch? Dann wäre natürlich ein Sieg erstmal beim Royal Rumble Match nicht schlecht. Da kommt, ich würde mal sagen, dicke Luft auf ihn zu. Da sind die Wyatts drin, da ist wie gesagt Brock Lesnar, da ist Roman Reigns, der Champion, der erstmals überhaupt seinen Titel als Champion verteidigen muss. Das ist ja noch nie der Fall gewesen. Im Royal Rumble Match. Genau, in der WWE-Geschichte gab es das noch nie, dass der Champion als Champion zum Rumble fuhr und im Rumble Match das Gold dann verteidigen musste. Ja, da ist Chris Jericho dabei, Mann und Meter, das ist wirklich, also das ist eine Riege, das ist eine Elite. Eben. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir machen das jetzt hier am Mittwochnachmittag, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt ist zum Beispiel, was mich ein bisschen verwundert hat bisher, ein Sheamus noch gar nicht bestätigt fürs Royal Rumble Match. Wer weiß, was noch passieren wird. Oh, hier schon mal der schöne Chinbreaker. Da zeigt er uns, wie es geht, der gute Heath Slater, die One-Man-Rock-Band. Rock'n'Roll, Baby, ich liebe ja das. Wenn er das sagt, das liebe ich. Ich liebe das. Vollkommen richtig. Nur ganz kurz für dich zur Erklärung. Ihr zu Hause, ihr wisst das natürlich, weil ihr habt ja die Let's Plays schon lange verfolgt und da habe ich auch schon alles erklärt, was hier so passiert. Also unten bei den Anzeigen, du siehst Baron Corbin, Incredible Hulkster. Ja, ich bin gerade im Ring, weil ich krieg gerade auf die Mütze. Diese drei Balken, die da drunter sind, das sind die verfügbaren Reversals. Oh. Ja, das heißt, ich habe jetzt noch zwei Konter zur Verfügung und der dritte, der lädt sich langsam wieder auf. Okay. Das ist etwas, das kann man skillen und dann hat man irgendwann vier oder auch fünf Reversals, aber du kannst eben nicht mehr wie bei 2K15 einfach deine Konterorgie abziehen und den Gegner vollkommen chancenlos lassen. Aus deiner Sicht eine Verbesserung, ja oder nein? Ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob es eine Verbesserung ist. Ich glaube fast, Verbesserung würde ich echt sagen, nee. Es ist eine Veränderung, die das Ganze, taktischer macht. Okay. Du musst einfach mit deinen Reversals ein bisschen haushalten und manchmal eben auch, und dann das ist das, was mir nicht gefällt, manchmal eben auch einfach tatsächlich weglaufen, um aus der Reichweite des Gegners zu kommen. Wenn natürlich jetzt hier die beiden mich draußen bearbeiten und mein werter Tag-Team-Partner es nicht einmal für möglich hält oder für nötig hält, sich mal auf diese Ringseite zu bewegen, dann, denke ich, liegen die Probleme ganz woanders. Ja, die Probleme hast du momentan im Ring bei Zack Ryder, der wird hier mal umgemäht. Heath Slater ist ja ein ausgezeichneter Tag-Team-Superstar, dreifacher WWE-Tag-Team-Champion. Ja. Kommt aus West Virginia, der Mann. Also wie gesagt, ich schätze ihn sehr, momentan ja sehr erfolgreich mit den Social Outcasts. Hatte sogar Dolph Ziggler besiegen können bei Raw vor einer Woche. Und jetzt Zack Ryder, Long Island Iced Tea. Der Mann weiß auch, wie es geht. Er ist ja immer noch der amtierende Internet-Champion. Noch nie herausgefordert worden, noch nie besiegt worden. Ach, er ist immer noch Champion, Holger. Und dann fliegt er erstmal schön ins Leere. Kein wunderbar Wasser gemacht. Im Pool. Ja, jetzt pass mal auf, so geht's nämlich ab. Übrigens, auch das hatte ich den Fans draußen natürlich schon erzählt, aber du weißt es nicht. Das Moveset vom Incredible Hulkster, das habe ich bis auf den Signature Move und den Finisher Move unverändert gelassen. Und ich finde, das passt wahnsinnig gut zu dem Charakter Incredible Hulkster, weil einfach richtig harte Aktionen teilweise bei sind, die wirklich so diese Rücksichtslosigkeit so an den Tag legen. Wie wir es zum Beispiel jetzt, wann war das, kurz nach WrestleMania, als Sheamus dann irgendwann angefangen hat, kam er mit seiner neuen Frisur zurück und dann die Leute einfach durch die Gegend geworfen hat. Das sah so unfassbar fies aus. Ja, die Frisur ist diskutabel, das WWE-Universum ist da gespalten bei Sheamus. Der Incredible Hulkster, wie kommt der an? Ist das rot, eine Verbesserung in den Augen der Fans da draußen? Schreibt es uns mal, twittert es uns mal, mich würde es interessieren. Ich fand das Grün auch ganz gut. Grün ist die Farbe der Hoffnung, Holger. Ist vollkommen richtig. Aber der Incredible Hulkster 2.0, der ist ja auch ganz bewusst ein... Oh, warte mal! Oh, der ist ja auch ganz bewusst ein Heel. Also beim Incredible Hulkster Version 1.0, da hat sich das im Grunde genommen so entwickelt, weil ich hatte immer diese Begeisterung für die tollen Aktionen, so durchs Kommentatorenpult und sowas, und das wurde mir immer als Heel-Aktion ausgelegt vom Spiel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, stopp, ich will aber meinen Spaß hier trotzdem haben, also mache ich es halt einfach und nehme das dann in Kauf. In diesem Fall ist es so, dass ja nun mal der Red Hulk, dem der Incredible Hulk nachempfunden ist, einfach auch kein guter und kein netter ist. Ja? Also das ist ja nun wirklich jemand, der... Ja, wie gesagt, dir nachempfunden ist. Ja, optisch. Oh, das ist eine rücksichtslose Powerbomb. Hier auf die Ringseile. Da bricht ja fast in zwei Hälften den guten Heath Slater. Soll er sich nicht mit mir anlegen, dann passiert sowas nicht. Ojo, jetzt geht's hier zur Sache. Der Incredible Hulkster mit dem Gorilla Press. Schau dir das an. In den Stomach Breaker. Innovatives Ding, du. Ja,
heißt es, besser mal nicht so viel frühstücken, bevor es in ein Match gegen Incredible Hulk geht. Du trägst auch Stiefel mittlerweile, ne? Ja, tatsächlich, ja. Natürlich wäre es eigentlich schon so, dass eher barfuß angesagt wäre. Hashtag do it like Rusev. Ja, genau. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, eine Veränderung muss her, genauso wie, dass ich jetzt eben hier für den Incredible Hulk da gleich von Anfang an so ein komplettes Ring und auch Entrance Attire gemacht habe mit dem Mantel und dem ganzen. Pass mal auf, dass du da auch rauskickst. Ja, ja. So, Back Body Drop auf der anderen Seite. Baron Corbin, wieso ist der eigentlich dein Tag Team Partner? Der liegt sich ja wund da draußen. Ja, zum einen halte ich ihn natürlich weitestgehend aus dem Match, weil ich mir denke, also gegen die beiden will ich jetzt hier auch erstmal selbst bestehen. Auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht, ich hätte mir schon ein paar Mal gewünscht, dass er sich hier aktiver an diesem Sunset Match Flip beteiligt hätte. Oh, schau dir das mal an. Was ich cool finde, jeder Superstar, der trägt ja die Hose auch an. Schau mal, Heath Slater, der zieht sie höher. Baron Corbin, der trägt sie so auf der Hüfte, wie in echt auch. Also das ist wirklich cool gemacht. Er ist auch größer. Die Bewegungen sind anders. Also dieses Game ist echt saurealistisch. Ja, also der Detailreichtum ist wirklich überragend. Natürlich, auch WWE 2K16 hat noch Schwächen. Auch da gibt es, muss man sagen, es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist ein guter Weg. Das ist schon perfekt auf dieser Schritt. Welt. Ja, außer uns kaum jemand. Okay, jetzt geht's ab auf die Seile. Fliegen kann er auch. Big Splash. Kann es das sein? Ja. Das wird da rechts unten angezeigt. Rechts unten, wo meinst du jetzt? Die Trefferfläche auf dem Oberkörper, ist das durch den Big Splash entstanden? Genau, ja, das ist, wenn sich die Körperteile der Gegner farblich verändern, heißt das, dass die jetzt einen gewissen Punkt an Schaden überschritten haben. Okay, würde das jetzt bedeuten, wenn du diesen Körperteil oder dieses Körperteil weiter bearbeitest, dass dann möglicherweise schneller ein Sieg herbeizuführen wäre? Potenziell. Das ist aber schon immer so gewesen bei den WWE 2K Spielen, also ob es jetzt 14, 15 oder 16 war, ist vollkommen egal. Sie halten sich mit Erklärungen, was, warum, wie ist, durchaus zurück. Ja, also da muss man schon auch einiges selbst rausfinden. Man kann auch natürlich sehr viel nachlesen in irgendwelchen Foren oder sich eben, wenn man einen entsprechenden Freundeskreis hat, sich damit untereinander austauschen. Aber alles in allem, das Spiel selbst erklärt verhältnismäßig wenig. Oldschool hier wird Aufgabe gerasselt sozusagen von Zack Ryder. Das ist nicht so ganz sein Metier. So Dropkicks vom Seil, den Rough Rider, das ist sein Ding. Die kräftigen Dinger, die hat eigentlich Baron Corbin auf Lager, aber der wird hier wieder ausgekontert. Auch schöner Konter beim Vertical Suplex mit dem Knie gekontert. Das habe ich noch nie gesehen beim Videospiel. Ja, hier gibt es einiges, was du so noch nie gesehen hast, bin ich mir sicher. Nächster Wechsel jetzt, Baron Corbin mit einem kurzen Abschnitt, was aber für mich in Ordnung ist, denn ich habe hier wieder genug Energie gehabt, um mich auskontern zu lassen von Zack Ryder. Schade eigentlich. Nächstes Cover. Was auch schön ist bei diesem Cover, wenn du erst bei 3 rauskriegst, also bei 2,5, gibt es mehr Punkte, als wenn du bei 1 rauskriegst. Ist halt spektakulärer, ne? Ganz genau. Ganz genau. So, draußen geht's rund. Baron Corbin lässt sich von Zack Ryder in Grund und Boden stampfen und der Incredible Hulkster hat hier im Ring erstmal den Finisher parat. Oh, Fisherman Suplex Ansatz in eine Art Brainbuster-Powerbomb. Das ist ja wirklich ein geiles Ding. Ich würde mal sagen, angemessen. Aber es hat nicht gereicht, um Zack Ryder bis 3 auf der Matte zu halten. Draußen geht's richtig rund. Den Ringrichter interessiert es überhaupt gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er der Herr der Situation ist. Wie heißt der Finishing Move? Okay, wir brauchen einen Namen? Nee, also es gibt einen Namen natürlich im Spiel, aber du brauchst natürlich einen eigenen Holger. Das ist der Holsterbuster. Der Holsterbuster, jetzt gibt's hier, der Holger wird gebastelt. Pass mal auf, bastel dich mal raus hier. Ja, ich leg einfach den Fuß unter das Seil, was hältst du davon? Clever. Im Stile eines echten Bösewichts. Du, ich habe hier einen Zettel, da habe ich mir ein paar Fragen ausgedruckt von den Fans draußen, die immer wieder zuschauen und natürlich sich dran beteiligen. Und da suche ich jetzt einfach mal, ich fliege mit dem Finger über das Blatt und sage... Er fliegt lieber durch den Ring. Ja, das passiert schon von selbst. Lukas Dobler hat nämlich gefragt, wie ich Tyler Breeze finde, weil er denkt, er hat zwar einen guten Kampfstil, ist aber viel zu egoistisch und arrogant, genauso wie Seth Rollins. Und ich denke, wir sind uns relativ einig, der Style von Tyler Breeze ist geil. Der ist technisch einwandfrei, der Junge, hat sehr gefährliche Kicks, Supermodel-Kick, den Beauty-Shot zum Beispiel, ist einer, der sich sehr gut bewegen kann, perfekter Körper aus meiner Sicht, ich habe ihn auch trainieren sehen im Performance-Center, Wahnsinn der Typ, also richtig fit. Gut, die Einstellung, das ist ja bei jedem Superstar, deswegen ist WWE ja so schön, weil jeder eine eigene Einstellung hat. Der eine ist ein bisschen selbstverliebt, der andere ist sehr von sich überzeugt, der dritte ist wieder nur aufs Publikum bedacht, will den Fans alles zeigen. Im Endeffekt ist das wie eine Blumenwiese. Es gibt die roten Blumen, die gelben Blumen, die grünen Blumen, aber es duftet alles her. Ganz genau, die Mischung macht's.
Und Tyler Breeze war ja noch bis vor kurzem bei NXT. Mhm. NXT läuft hier in Deutschland auf ProSieben Fun und da möchte Tobias Richter ganz gerne wissen, wie kann man denn ProSieben Fun empfangen? Also Tobias, das ist letztlich, du kannst ProSieben Fun buchen, das ist kein frei empfangbarer Sender, das geht entweder über die Telekom, also dann über deine DSL-Leitung, oder über Sky. Wichtig ist aber, bei Sky geht es dann nur über Satellit. Also wenn du Sky über Kabel hast, gibt es kein ProSieben Fun. Wenn du Sky über Satellit hast, dann ist ProSieben Fun Teil des, ich glaube, Weltpaketes. Es gibt aber auch einen Link, www.prosiebenfun.de/empfang. Da ist das nochmal aufgezeigt, wie auch in deinem Bundesland ProSieben Fun dann entsprechend zu empfangen ist. Schau mal, Michael Schmidt, hey Holger, meine heutige Frage, was ist dein Lieblings-Pay-Per-View und warum? Meiner ist der Royal Rumble und der steht ja kurz bevor. Also, wir machen ja eine Network-Party, Holger, habe ich gehört. Machen eine Network-Party. Ach, das ist fein. Auf jeden Fall, die Frage ist nur noch bei mir oder bei dir. Ich würde sagen, bei dir, ich bringe Verkostung mit und Valandi, den packe ich in den anderen Koffer. Passt ja rein. Okay, kein Ding, in die Handtasche. Wow! Oh, das ist ein schöner Move hier. Powerbomb mit der Release-Variante, einfach nach hinten weggeschmissen. Rücksichtslosigkeit pur hier vom Incredible Hulkster. Oh, der Baron Corbin wäre fast auf den Kopf gefallen. Ja, gefallen worden von Heath Slater, aber der wird da auch gleich mal bearbeitet. Wie gesagt, das Moveset vom Incredible Hulkster nicht wirklich. Oh, Double Team Action! Schön in den Backbreaker. Hass der Töne. Aber da ist auch die Double Team Action schon nötig. Und warte mal, hat der jetzt seinen eigenen Mann umgehauen? Der hat doch jetzt Zack Ryder? Heath Slater umgehauen, oder nicht? Oh, Hashtag Betrug. Ja, Hashtag Schritt zurück gemacht. Deadlift Powerbomb vom Incredible Hulkster, einer meiner Lieblingsmoves. Was für eine Aktion hier. Auf der anderen Seite Heath Slater gegen Baron Corbin, wucht ihn hoch zum Snap Suplex. Also ich glaube, die amerikanischen Kollegen, ja, die stehen ja schon, ne? Die sind bereit und drauf und dran, hier Reis auszunehmen. Ja, wir sehen es auch, der Incredible Hulk ist inzwischen übelst bearbeitet, aber gut. Heath Slater hier nicht übermütig werden. Oh! Da geht's ab. Der Hund, also heiß wie Frittenfett, der Kerl. Mit dem Leg Drop ist er da noch draußen gesprungen. Also der wirklich, der will hier den Sieg, denn das merkt man. Jetzt geht's gegen den Ringpfosten hier, schau das mal an. Der Ringrichter ist, glaube ich, bei 8, wenn ich das da richtig... Er sollte es mal in den Ring, ne? Ja, oder erst bei 4. Eins von beiden. Vollkommen egal. Auf jeden Fall, das Match hat sich komplett nach draußen verlagert. Und ja, die Frage ist, kommt irgendjemand hier pünktlich wieder zurück in den Ring? Baron Corbin ist schon mal da. Das heißt, ausgezählt wird unser Team vorerst nicht. Und um ganz kurz die Frage von eben zu beantworten von Michael Schmidt, mein Lieblings-Pay-Per-View und warum? Mein Lieblings-Pay-Per-View ist grundsätzlich mal Money in the Bank, weil ich liebe das Money in the Bank-Match. Und nachdem es das nicht mehr bei WrestleMania gibt, das war ja in den Anfangszeiten des Money in the Bank Matches, war das Teil von WrestleMania. Du hast das Match verloren, ne? Ja, ich muss mich hier draußen um Zack Ryder kümmern. Okay. Ja, ich muss im Ring, muss ich auch meinem Tag-Team-Partner mal vertrauen können. Okay. Und als dann Money in the Bank als eigener Pay-Per-View rausgekommen ist und das natürlich dann die Money in the Bank Matches Teil dieses Pay-Per-Views waren, ganz klar, ich finde es einfach super. Ich werde zum Beispiel auch niemals einen Shelton Benjamin vergessen, der die Leiter hochrennt. Oh, da gab es einige Momente. Da gab es wirklich einige große Momente. Dann haben wir hier noch Pierre Schlagenhaft. Erhöhe mal die Reversals, das ist im Spiel wichtig. Hashtag ja. Schlaumeier. Ja, ja. Ja, nee, passt schon. Das ist mir schon bewusst. Nur. Warte mal. Das ist wichtig jetzt. Das ist wichtig, denn Zack Ryder ist lange nicht aufgehalten worden. Da ist das Ding. Aha. Siehst du, das war nämlich meine Strategie. Zack Ryder draußen beschäftigen. Mit möglichst viel zu reden. Dass er nicht eingreifen kann, wenn mein Tag-Team-Partner covert. Ja, clever gemacht. Das Weil ich kann mich ja auf meinen Tag-Team-Partner nicht verlassen, dass wenn ich cover, dass er sowas Kluges macht. Also muss ich die klugen Sachen machen und er kriegt den Fame. Ja, nee, alles klar. Weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. Hier nochmal die schönsten Aktionen. Woo, 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 you know it. Der Incredible Hulkster auf dem zweiten Ringseil mit diesem schönen Big Splash. Da hat die Lampe geleuchtet. Ja, geschätzte 140 Kilo bringt der Incredible Hulkster auf die Waage. Natürlich reine Muskelmasse und schwere Knochen. Da sehen wir nochmal die Backpfeifen von Barry Corbin. Da hat er dann eingehakt. Suplex-Ansatz. Das Ding nach vorne abgelegt. Schön gemacht. Ja, Baron Corbin, ich muss schon sagen, den sehe ich gerne bei NXT. Das ist so ein ganz einzigartiger Charakter. Guter Tag Team Partner, schöne Wahl, Holger. Es war tatsächlich keine Wahl. Das sagt die mir schon. Guter Geschmack ist nicht so dein Ding. Du hast natürlich einen guten Geschmack. Du weißt, was ich meine. Ist klar. Ich nehme es dir fast nicht übel. Ich muss nur mal ganz kurz hier eine Nachricht schreiben an die Messerstecher, damit deine Reifen nachher auch wirklich platt sind. Vollgummi.
So schaut's mal aus. So, hier übrigens, das ist auch interessant. Jetzt, ich hab's vorhin gesagt, es gibt Werte, du siehst es oben, prideful, egoistical. Und der Incredible Hulk, die Karriere ist zwar noch sehr jung, aber haben sich schon eben so ein paar Sachen rauskristallisiert. Das heißt, der Incredible Hulk, der ist respektlos, er ist egoistisch und aggressiv. Und ich denke, das sind drei Eigenschaften, die man als Heel durchaus gebrauchen kann. Sympathischer Mann. Das ist also der ideale Schwiegersohn in Rot. Ideale Schwiegersohn in Rot mit gelben Augen. Die gelben Augen sind übrigens Absicht, weil der Red Hulk konnte aus den Augen, oder kann aus den Augen Hitze emissieren, loslassen, auslassen. Möchte ich auch manchmal können. Ja, das verstehe ich. So, jetzt, ich zeig dir mal ganz kurz was zu den Attributen und da kommen wir nämlich auch zu dieser Reversal-Nummer. Du siehst es oben, ich habe SP, Skillpunkte, 178 zu vergeben. Yep. Reversal kostet mich inzwischen einen Punkt, 127 Punkte. Das heißt, ich konnte jetzt genau einen Punkt steigern. Mhm. Ich glaube, angefangen hat das Ganze mit 50. Das heißt, ich habe eh schon relativ viel da reingepumpt, aber ich kann es mir einfach nicht erlauben. Ich habe nicht genug Skillpunkte, um die Reversals jetzt ernsthaft wirklich richtig zu pushen. Mhm. Weil jeder Punkt, den du reinsteckst, sorgt dafür, dass der nächste wieder ein bisschen teurer wird. Also machst du was? Ich mach's langsam, ich lasse es langsam angehen, aber sowohl für dich als auch für, wer war's, Pierre, Reversals sind natürlich eine hohe Priorität, aber man wird einfach mit Skillpunkten nicht mehr so zugeschüttet, wie es noch bei 2015 war, also bei WWE 2K15. Was ich prinzipiell aber gut finde. Dadurch ist die Entwicklung etwas langsamer. Es ist mehr Wert auf den tatsächlichen Spieler-Skill im Ring gelegt. Und von daher alles gut damit, also keine Beschwerde. Es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach so. Gut, was haben wir hier? Das ist jetzt natürlich die NXT-Ausgabe von Hashtag heute. Wir haben das zweite Match. Das erste ist Bo Dallas gegen Finn Balor, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, du wolltest was sagen. Entrance gefällig. Portland, okay. Oregon. Haha, wer kommt als erstes? Natürlich der Champion. Also der Champion in Spee. Okay. The next NXT Champion. Weißt du was? Ja, bitte? Ich habe hier noch eine Frage gelesen. Peaceful Dragon 7. Hey Holger, wie geht es eigentlich mit dem deutschen Kommentatorenteam weiter, nachdem nun das Network in Deutschland erschienen ist? Mit freundlichen Grüßen, Marco, Smiley. Wir kommentieren weiter SmackDown. Kurze Erklärung für dich. Das A, das du gesprochen hast, ist ein I, was da steht. Aber ist okay. Marco, dich kann man ruhig mal Mirko nennen. Ah, Mirko. Oder sorry. Das meint der Hackmann nicht so böse. Beides Vornamen für Frauen. Also Mirko. Also ja, nein, um die Frage tatsächlich zu beantworten, mit den deutschen Kommentatoren geht es dahingehend weiter. Sebastian und ich machen ganz normal weiterhin SmackDown. Der Wallandi und ich machen ganz normal weiterhin NXT. NXT natürlich, wir hatten es vorher schon gesagt, auf Pro7 Fun zu empfangen, immer freitags kurz nach 8. Genauso wie SmackDown, so ging ja kurz nach 22 Uhr normalerweise auf Pro7 Max am Freitag. Und die Kollegen Schäfer und Thiele, die machen natürlich auf Tele 5 weiter Raw. Check! So, jetzt wird getanzt. Die Rose hat er sich von dir ausgeliehen, oder? Ja. Ich schicke ihm jede Woche eine. Hab ja genug. Mhm. Ist das eine alte Schlafanzughose oder hast du die auch in der Disco angehabt? Ich trage Leggings mit Schlag unten gerne. Also, muss man ehrlich sagen, steht dir aber auch wahnsinnig gut. Ja, super, wahnsinnig super bequem. Mit dem grünen Regenschirm dazu bist du perfekt angezogen. Freier Oberkörper. Ja. So kann man schon mal über den Markt laufen, oder? Nee, das geht klar. Du kommst ja hier aus Passau, oder? Das ist doch so eher so die ländliche Gegend, das, wo der Paradiesvogel an sich nicht zu Hause ist. Ich komme aus Tiefenbach bei Passau. Schönen Gruß an den Fußballverein in Tiefenbach, den FC. Das ist eine hervorragende Herkunft, Holger. Das glaube ich gerne. Also, aber der Paradiesvogel an sich ist da nicht beheimatet. Ja, es ist nur Platz für einen. Das bin eben ich. Ich liebe es, wie Fandango in den Ring hüpft. Also der Mann, muss ich auch sagen, das ist so ein athletischer Typ. Ich bin fest davon überzeugt, dass der seine Glanzzeit, seine Hochzeit noch nicht erreicht hat. Dem traue ich einiges zu. Fandango, perfekter Athlet, sehr charismatisch, tolle Aktionen. Wenn man sieht, wie hoch der springt zum Beispiel bei diesem Top-Floor Black Drop. Also der hat einiges noch vor sich. Aus meiner Warte, also ich prophezeie und reibe jetzt mal die Glaskugel, aber der hat einiges vor sich. Und du hast es ja selber mitgemacht, sage ich jetzt mal, weil du selber im Ring aktiv warst. Yep. Die Art und Weise, wie Fandango sich da über das Seil bewegt, wenn er den Ring
betrifft. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das geschmeidig hinbekommt, dass es gut aussieht. Nee, das ist eben, genau das ist der Punkt, dass es gut aussieht. So halbwegs in den Ring springen, das kann, glaube ich, ja, können viele, ja. Aber du musst eben sagen, das Seil wackelt ja zusätzlich, ne, und der macht das so leichtfertig. Der hat so ein schönes Bewegungstalent. Übrigens, schöner Swinging Neckbreaker hier. Ja klar, lob immer nur meine Gegner. Lob bloß nicht. Ah, da ist ja noch einer im Ring, dieses der Incredible Hulkster. Au! Bulldog! Ja, genau. Schau, da habe ich jetzt versucht, vom Gegner wegzukommen, weil ich gerade keinen Reversal zur Verfügung habe. Ja, weil das Feld lädt sich auf, hat aber nicht funktioniert, weil meine Schultern einfach viel zu breit waren und ich am Ringpfosten hängen geblieben. Matthias Bayern, den lesen wir vor. Bayern ist immer gut. Hey Holger, erstmal ein gutes Neues. Mir ist gerade aufgefallen, dass nur Kalisto sich da unter den Top 10 Herausforderern auf den NXT-Titel befindet. Wo ist Sin Cara? Meine Frage, mit welchem realen Superstar spielst du in WWE 2K16 eigentlich am liebsten? Ja, die Sache ist, wo ist Sin Cara? Darauf können wir keine Antwort geben. Momentan also, verletzt. Ja, gut, aber es geht dann natürlich hier um das Spiel. Du hast ja für jeden Titel, das habe ich dir jetzt gerade vorhin nicht wirklich gezeigt, du hast für jeden Titel, sei es der NXT-Champion-Titel oder der United States, Intercontinental und so weiter und so fort, hast du ein Ranking. Okay. Und in dieses Ranking kannst du dich quasi eintragen und sagen, so, ich erhebe Anspruch auf ein Titelmatch. Und dann arbeitest du dich im Ranking nach oben und wenn du an 1 bist oder sehr weit oben, sagen wir es mal so, dann bekommst du ein Titel. Oh, war das knapp! War das die 3? Ja, das war Absicht und das war nur 2,5, weil bei 3 hätte ich verloren. 2, 16, 17. Aber die Regeln erkläre ich dir auch noch irgendwann. Frech werden wir. Und dann ist es eben so, dass in diesem Ranking startet man an 10 und kann sich dann eben hocharbeiten. Und im NXT Champion-Titel-Ranking ist halt Sin Cara nicht vertreten. Warum, kann ich dir nicht sagen, also weder dir noch dem Matthias. Und um die andere Frage zu beantworten, mit welchem realen Superstar ich am liebsten spiele, da habe ich ehrlich gesagt keinen Favoriten, weil ich einfach auch so viele andere Games spiele. Also ich spiele immer noch super viel an Fallout, ich spiele Mickey Mouse. Nein, nicht Mickey Mouse. Ich spiele immer noch Fallout, ich spiele immer noch Tetris, Rocket League, ich spiele immer noch GTA. Es ist alles Mögliche, was da ist, auch am PC einiges, was dran ist. Von daher habe ich da keinen wirklichen Favoriten. Weißt du, für den Matthias Bayern kommentiere ich jetzt mal auf Bayerisch. Oh ja, bitte, viel Spaß. So, da steht er, der Incredible Hulkster, da bockt er sich seinen Gegner und zirkt ihn zurecht, aber da kontert er der Fandango, ja, Kruzifix, hast du Töne. Nicht schlecht, oder? Was ist das jetzt? Mehr Bayerisch kannst du nicht, oder was? Versteht ja keiner. Versteht ja eh keiner. Wir könnten diesen Teil dann untertiteln. Ja, Hobbit Eri, und jetzt der Elbow Drop auf Taxen. Ja, und dann geht's runter gegen's Knie. Ich denke, die hochdeutsche Sprache ist tatsächlich allgemeinverträglicher. vor allem auch korrekter, was Grammatik angeht. Schöne kleine Nuancen hier. Das ist eine schöne Nuance gewesen. Hier den heranstürmenden Incredible Hulkster einfach so drüber zu werfen, ja, vorher, als Konter. Vorher der schöne Tritt ans Knie, so Kleinigkeiten, das liebe ich ja. Also die Spiele ist wirklich sehr detailverliebt. So, jetzt pass mal auf. Ins Leere. Erst gibt's das Luftloch. Und dann gibt es das Loch im Kiefer. Und dann springt Fandango yeah, durch. Signature Move. Oh, schön. Reverse Pump Handle in die Powerbomb. Sit-Out-Variante. Technisch fein. Da brauchst du Schmalz. Gut ist das, sag ich da. Ja, passt schon. So, und da haben wir nochmal, weil er so schön ist, die letzte Oktoberfestfahrt für Fandango. Und wie haben wir ihn genannt? Den Holsterbuster? Der Holsterbuster, ja. Der Holsterbuster. Genau. Und 1 und 2 und. Was ist da los? Ja, du siehst, bei Fandango ist noch relativ viel. Gesundheitsbalken übrig, also das Gelbe, was jetzt noch über dem Roten drüber ist und drunter, das, was sich jetzt wieder blau gefärbt hat, das ist halt die Stamina, seine Ausdauer und der war einfach noch verhältnismäßig fit. Im Gegensatz dazu hat der Incredible Hulkster schon einiges an Federn lassen müssen im Laufe des Matches und wird hier auch gleich wieder ausgehoben. Manometer! Noch viel übrig auf dem Gesundheitsbalken, also der hat eine gute Krankenversicherung. Ja, das ist wohl wahr. Wenige Rechnungen eingereicht. Das vielleicht ist auch einfach noch gar kein gläserner Patient. Vielleicht wissen die einfach noch gar nicht, was da alles los ist. Schöner Dropkick in den Nacken gegen den sitzenden Gegner, fein getimt. So, und dann geht's weiter, das zeigt er uns. Whip in die Ecke, da wird er platziert, dann wartet er ein bisschen. Eine Sekunde Zeit hast du nicht gegen den Incredible Hulkster. Die Ringecke ist das Metier des Incredible Hulksters. Zack und zack. Auch schönes Ding. Kann man machen. So mit Rebound sozusagen, dann wieder aufs zweite Seil. Das kennen wir, der Big Splash, da leuchten wieder die Lampen bei Fandango. Und jetzt schon langsam Schicht im Schacht, oder? Ja, aber ich bin immer noch skeptisch, weil, ja schau, der fast volle Ausdauer und immer noch nicht so viel Schaden wieder genommen. Der Incredible Hulkster, der ist da wirklich
in größeren Nöten. Ich muss jetzt den Druck aufrechterhalten, dass Fandango auf gar keinen Fall wieder ins Match reinfindet. Diesen Kniesch, das finde ich übrigens richtig gut gemacht. Schön abgezogen, humorvoll, trocken, so kennen wir das vom Einzelgänger, vom Incredible Hulkster. Dann bearbeitet er den unteren Rücken, bereitet er da etwas vor. Wieder diese Release Powerbomb. Schön. Wenn man es kann, kann man es mal machen, ne? Ja, wenn es schee mocht. Sich selbst ja, aber dem Gegner nicht. Du, ich habe hier noch was. Jasmin Böse wollte nämlich gerne wissen. Das wollte sie eigentlich von mir wissen, aber die Frage leite ich einfach an dich weiter. Willst du, dass Daniel Bryan sein Comeback feiert? Das für eine Frage. Jasmin. Es stand auch kein Fragezeichen dahinter. Also liebe Jasmin, zum nächsten Mal will ich eine Frage, die sich nicht von selbst beantwortet. Ja. Also, der Papst ist, glaube ich, genauso katholisch, wie wir wollen, dass Daniel Bryan vorzugsweise gestern wieder da ist. Aber Voraussetzung ist einfach natürlich, dass er hundertprozentig fit ist, dass er gesund ist, dass er die Freigabe von den WWE-Ärzten hat. Vorher kann das nicht passieren. Aber in der Sekunde, in der einer sagt, okay, er kann wieder, will ich ihn natürlich auch wieder im Ring sehen. Also, Jasmin, sei uns nicht böse, aber die Frage war rhetorisch. Ja, echt jetzt mal. So, was glaubst du? Schafft es eigentlich der Incredible Hulkster hier noch? Ja, sieht ganz gut aus, ne? Hat hier das glatte Parkett des Lebens schön gewischt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich finde auch Fandango inzwischen gar nicht mal schlecht bearbeitet worden. Aber jetzt muss ich mir erstmal eine Strategie zurechtlegen, wie es da genau weitergeht. Denn Fandango hat einen Signature-Move parat und... Oh, da sage ich es gerade und schon kommt er! Das ist dieser doppelte Heel-Kick. Sehen wir ja auch als Beauty-Shot immer von Tyler Breeze bei NXT, ne? Ja. Und jetzt auch bei Raw SmackDown. Das ist richtig. Ist auch nicht ganz unähnlich diesem Reverse-Dropkick von Rusev zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Oh, hier, war das ein Konter quasi? Hochgehoben? Da hat er meinen Signature-Move ausgekontert und das ist richtig übel gewesen, weil dadurch hat er jetzt natürlich erstens wieder selbst den Signature-Move parat und zweitens einen Finisher eben, den er jetzt einsetzen kann. Also jetzt habe ich gerade wirklich große Probleme. Übrigens, nur noch für dich zur Info, oben links, da siehst du diese 5 Sterne, ja, 3,5 davon sind schon golden. Achso, die werden nur eingeblendet, wenn ich als Co-Kommentator dabei bin, oder? Das ist richtig, das ist die Bewertung, ob du ein guter Co-Kommentator bist oder nicht. Zugleich wird damit aber auch festgestellt, wie gut das Match ist. Das heißt, wenn ich verschiedene Moves anbringe, also viele verschiedene Moves oder knapp aus dem Covers komme und so weiter und so fort, dann gibt es da oben entsprechend Punkte, die draufgerechnet werden und dann, ja, am Anfang sind alle... Grau? Oh Mann! Am Anfang sind alle grau und mit 5 Sternen hättest du halt ein 5-Sterne-Match, also mit 5 gelben Sternen. Ruhig roter. Ach, ist doch wahr, komm. Brrr. So, jetzt aber, komm. Jetzt reicht's. Jetzt pass mal auf. Auf Seil gesetzt, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Der Incredible Hulk ist ein bisschen angeschlagen, aber wow, schön! Das war ein Super-Power-Slam. Heiligsblechle, 1 und 2 und der Drops ist gelutscht. So schaut's mal aus, Fandango. Ich meine, er hat sich ja halbwegs tapfer gewehrt, aber... Ja, das war ein ansehnliches Match, würde ich sagen. Absolut. Ich finde mich toll. Also, den Incredible Hulkster. Ja, schon okay. Ach ja, was ich noch nicht erwähnt hatte... weil vorhin kam ja auch die Frage zu Tyler Breeze. Tyler Breeze ist momentan mein Erzrivale und da ging es die letzten Male schon hin und her. Da ist er. Der ist zu meinen Matches reingekommen und hat mich umgehauen. Ich bin zu seinen Matches rein und habe ihn umgehauen. Das kann man auch machen hier als Feature. Wenn man vom Teufel spricht. Ne? Ganz genau. Und unten siehst du, das ist interessant, Relationship Change. Fandango mag mich jetzt ein bisschen mehr, Heath Slater weniger und Zack Ryder auch weniger. Und die Beziehung zu Tyler Breeze ist etwas kompliziert. Die Beziehung zu Tyler Breeze, lass uns nicht über die reden, weil dann müsste das Let's Play noch 3 Stunden länger gehen. Und genau, jetzt bin ich nämlich im Rang aufgestiegen. Aha. Ja, das wirst du gleich da mal sehen. Also ich bin jetzt auf Rang 6. Ja, obwohl ich ein Overall-Rating nur von 71 habe und hier überall die 80er unterwegs und sind. Und obwohl du die Nummer 5 Baron Corbin zum Sieg ziehen musstest. Aber echt jetzt, Frechheit hier. Ja, aber das ist mein Tag-Team-Partner. Das ist mein Tag-Team-Partner, mit dem kann man das schon mal Lucha, machen. Lucha. Den mache ich ja. Kalisto, also der bereitet mir Freude. An dieser Stelle Gratulation an Kalisto. Mhm. United States Champion, ne? Ha? Ole, ole. So, ja, und jetzt haben wir hier noch die restlichen Matches. Also Bo Dallas hat übrigens gegen Finn Bella gewonnen, was ich natürlich absolut logisch finde im Grunde genommen nur. Yeah. Ja, jetzt werden die restlichen Matches hier simuliert. Sami Zayn, Kevin Owens. Das ist natürlich...
Also ich sag dir eins, damals, als ich noch die Stiefel geschnürt habe, das waren immer solche Vorbilder hatte ich. Sami Zayn, Kevin Owens. Wow, das ist schon magisch, was die manchmal zwischen den Seilen machen. Also auf jeden Fall. Das ist richtig großes Kino. Auf jeden Fall. Ja, so und bei Superstars, da ist der Incredible Hulkster dann auch dabei. Oh, in einem Match gegen Sami Zayn, aber... Ganz ehrlich, liebe Leute, das packen wir nicht mehr in dieses Let's Play, das machen wir dann in der kommenden Woche. Und ja, der Sebastian, keine Ahnung. Wenn er Lust hat, wenn er mag, ist er immer herzlich gerne eingeladen. Jedes Mal, wo er nicht hier ist, wisst ihr jetzt Bescheid, er hatte keine Lust. Ja, oder ihr schreibt mir einfach auf facebook.com/www.sebastianhackl oder twitter@sebastianhackl, wie es euch gefallen hat. Vielleicht kann ich mich dann öfter aufraffen. Komm, ich pack noch mal einen Punkt in die Reversals. Für, wie hieß er noch gleich, warte mal, ich hab's gleich, hier ist der Zettel irgendwo. Du meinst Pierre Schlagenhaft? Pierre Schlagenhaft, heute haben wir es aber mit dem Namen Schlagenhaft, das ist auch ein Wrestlername. Ist das so? Schlagenhaft. Ah, okay. Sagenhaft von Schlagenhaft. Und sein Tag-Team-Partner ist der Peaceful Dragon, der nicht Marco, sondern Mirko heißt. Fantastisch. Ja. So, die letzten Skillpunkte noch irgendwo verballern, die letzten 17. Ich hab's ja wie immer, ich hab immer in 5er Schritten geskillt normalerweise, aber das lässt sich hier einfach nicht wirklich. Seit der Schulzeit verfolge ich die 5. 5 Punkte haben gereicht in der Oberstufe. Oder so. Und dann war das gut. So, haben wir noch was zu sagen? Hast du noch was zu machen? Möchtest du deine Mama noch grüßen? Mein Bruder, der wird am 18.01.30. Ja, dann wird's schönen Zeit. Schönen Gruß an den Michi. Ja, wunderbar. Der Hackman, der ist schon weit über 30. Ich habe die 30 noch weit vor mir. Ja, das, ja, heißt, die nächsten 30. Das heißt, wir ergänzen uns ganz wunderbar. Und ja, an dieser Stelle war es das für heute. Also das Let's Play mit dem Incredible Hulkster 2.0, mit mir, dem Holger und dem Sebastian an meiner Seite. Es hat wunderbar Spaß gemacht. Es bleibt natürlich wie immer der Hinweis, wenn ihr Feedback habt, Lob, Kritik, Kommentare, was auch immer, schreibt es mir auf meiner Facebook-Seite facebook.com/wwe-holgerböschen, schreibt es mir auf Twitter @holgerböschen oder schreibt es direkt hier unter dem YouTube-Video in die Kommentare. Ich habe sogar Instagram, auch @SebastianHackl. Hey, Sebastian hat sogar Aste Hackman jeden Montag, WWE Deutschland YouTube-Kanal und Facebook-Seite. Also das ist natürlich auch auf jeden Fall ein absoluter Pflichtklick für alle Hackman-Fans. So, und das war es jetzt endgültig. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.